Über 1100 Flüchtlinge sind in ganz Baden-Württemberg derzeit in Sporthallen untergebracht. Und auch die Theodor-Heuss-Sporthalle der Berufsschule Reutlingen wird jetzt Flüchtlingsunterkunft für 120 Asylbewerber. Bis Mitte Oktober sollen hier Asylbewerber aus Syrien und dem Irak unterkommen, deren Asylverfahren bald abgeschlossen sein soll. Dazu informierte Henrik Bertnatz, Ordnungsamtleiter des Landkreises Reutlingen, gestern auf einem Pressegespräch. Familien und Kinder sollen aber dort nicht untergebracht werden. Eine Brandwache und Sozialarbeiter sollen ständig vor Ort sein, erklärte Bertnatz weiter. In Kooperation mit den Schulen sollen Sprachkurse organisiert werden.